Ich habe auch einmal daran gedacht, mich dem öffentlichen Leben zu widmen, bemerkte die Ente. Denn es gibt so viele Dinge, die gründlich reformiert werden müssten. Vor einiger Zeit habe ich auch wirklich bei einer Versammlung den Vorsitz geführt und wir fassten allerhand Resolutionen, die alles verurteilten, was wir nicht leiden konnten. Aber sie scheinen nicht viel genützt zu haben. Jetzt gehe ich ganz in meiner Häuslichkeit auf und kümmere mich nur noch um meine Familie. Ich bin für die Öffentlichkeit geboren, antwortete die Rakete. Und auch alle meine Verwandten, selbst die bescheidensten Familienmitglieder, sind es desgleichen. Wo und wann wir nur erscheinen, erregen wir die größte Aufmerksamkeit. Ich bin selbst noch nicht in die Öffentlichkeit getreten, aber wenn es erst dazu kommt, wird es ein unvergleichlicher Anblick werden. Was aber die Häuslichkeit betrifft, so altert man dadurch rasch und unser Geist wird von höheren Dingen abgezogen. Ach ja, die höheren Dinge im Leben, die sind wohl schön, sagte die Ente. Und das erinnert mich daran, wie ich hungrig bin. Und sie schwamm den Bach hinunter und machte Quack, quack, quack. Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Schrie die Rakete. Ich habe Ihnen noch eine Menge zu sagen. Aber die Ente schenkte ihr keine Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass sie fort ist, sagte die Rakete zu sich selbst. Sie hat entschieden, was Spießbürgerliches an sich, und sie sank wieder ein bisschen tiefer in den Schlamm und begann über die Einsamkeit des Genies nachzudenken, als zwei kleine Bengels in weißen Kitteln angelaufen kamen, die einen Kessel und trockenes Reisig trugen. Das muss die Deputation sein, sagte die romantische Rakete und suchte sehr würdevoll dreinzuschauen. Hallo, schrie einer der Jungen. Sieh doch den alten Stock da! Wie ist denn der dahin gekommen? Und er fischte die Rakete aus dem Graben auf. Alter Stock, sagte die Rakete. Unmöglich. Gewaltiger Stock, sagte er gewitzt. Gewaltiger Stock ist sehr schmeichelhaft. Er hält mich gewiss für einen Würdenträger bei Hofe. Wir wollen ihn ins Feuer legen, sagte der andere Bube. Dann wird der Kessel schneller ins Kochen kommen. Sie häuften nun das Reisig übereinander, legten die Rakete darauf und zündeten ein Feuer an. Großartig, rief die Rakete. Sie lassen mich bei hellem Tageslicht aufsteigen, so dass mich jedermann sehen kann. Jetzt werden wir erst ein bisschen schlafen, sagten die beiden Jungen. Und wenn wir aufwachen, wird das Wasser sieden. Und sie legten sich ins Gras und schlossen die Augen.